Endlich haben wir eine Tagesmutter gefunden. Nicht zuletzt wegen des Masernausbruchs und überhaupt dem Ansteckungsrisiko haben wir uns erstmal gegen eine Kita entschieden. Jessica fand es auch eine gute Idee, unsere Wohnung für die Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen. Um Sarias Eingewöhnung bei der Tagesmutter nicht im Wege zu stehen, nutze ich die Gunst der Stunde und fliege nach Genf, zum Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation. Ich habe mich mit einem international renommierten Impfexperten verabredet, der hier am Treffen der Expertengruppe teilnimmt, die die Richtlinien der globalen Impfprogramme bestimmt. Professor Peter Arby ist ein schwedischer Anthropologe und promovierter Mediziner, der seinen Lehrstuhl in Kopenhagen hat. Durch seine bahnbrechenden Langzeitstudien in Westafrika ist er zu dem Schluss gekommen, dass die WHO mit ihren Impfprogrammen den falschen Ansatz hat. I think the problem is that we are totally focused on this disease-specific perspective. That is, in a sense, saying that the immune system is like a copy machine. It recognizes this particular antigen and it produces some antibodies that will protect you in the future. But that's not how the immune system is functioning. The immune system is a learning entity, just like the brain. You don't need to learn every calculation you have to do in your future. Once you learn the principle, you can do it in the future in a different way. But if you are learning something, you may actually also learn the wrong thing. So, you know, once you start playing with the immune system, you can have huge effect with the sort of outside the normal perception of what we are doing. Ich bin ganz baff. Nach der gängigen Lehrmeinung schützen Impfungen lediglich vor den Krankheiten, gegen die sie entwickelt wurden. Doch offenbar haben sie darüber hinaus auch weitreichende Wirkung auf unsere Krankheitsanfälligkeit im Allgemeinen. Der Wissenschaftler lädt mich ein, seine Forschungseinrichtung in Westafrika zu besuchen. Tatsächlich wirft diese innovative Impfforschung ein ganz neues Licht auf die Impfentscheidung für unsere Tochter. In seinem Forschungsgebiet in Guinea-Bissau erfassen Peter Arby und sein Team seit bald 40 Jahren jede Geburt und erheben Daten zur gesundheitlichen Entwicklung sowie zum Impfstatus der Kinder. So ist eine weltweit einmalige Datenbank zur Langzeitwirkung von Impfungen entstanden. Peter Arby kann aus einem großen Datenschatz schöpfen, der über eine ganze Generation zurückreicht, um seine Erkenntnisse zu belegen. These are just the boxes from when we started our project. At that time, there were no computers. Over the years, we have learned that live vaccines have a beneficial effect, whereas the inactivated vaccine appears to have a negative effect. For instance, you would see that this child is born in the 13th of January, 83. 3 months later, he comes for a weighing session, and 3 months later, he comes for another weighing session. And each time, he gets the inactivated, what's called triple vaccine, or DTP, which is diphtheria, tetanus, and whooping cough. And then it dies 2 weeks later. It's sort of fallacy, mm-hmm. Means it died. The indication was that DTP was associated with five times higher mortality. The only way you can understand that, because the vaccine does protect against the specific diseases that it's designed to protect against, therefore you can actually die of something totally different, which has nothing to do with the whooping cough or any of the other diseases, but you die from pneumonia, or you die from something else, diarrhea, malaria, whatever. So a specific vaccine is not just against a specific disease. It modulates the immune system and therefore it can have much better effect than you expect, but it also can have worse effect than you expect. Arby ist keineswegs gegen das Impfen, ganz im Gegenteil. Für ihn und seine Kollegen sind allerdings die Art des Impfstoffes, der Zeitpunkt und auch die Reihenfolge der Impfungen entscheidend. Peter Arbys Team ist nicht nur vom positiven Trainingseffekt für unser Immunsystem durch Lebendimpfungen überzeugt,
Auch ausreichend körperliche Bewegung sei essentiell für die Gesundheit. Ich habe da noch so ein gewisses Trainingsdefizit. Hey, guys! Hey! Aber dafür habe ich hier endlich herausgefunden, wie wir unsere Tochter impfen sollten.